Maike und David Engel vom Engelshof. Wir bewirtschaften zusammen mit unseren Eltern den Milchviehbetrieb. Der beinhaltet 150 Hektar Ackerbau und Grünland. Maike macht das Herdenmanagement. Wir melken zurzeit 120 Kühe plus die Nachzucht. Steht alles auf dem Hof. Melken um die 10.000 Liter und ich mache halt das Herdenmanagement, ja, zusammen mit meinen Eltern. Und seit 2 Jahren haben wir die Hofmolkerei und das ist mein Steckenpferd. Das heißt, wir liefern nicht die ganze Milch an die Genossenschaftsmolkerei ab, sondern zwacken einen Teil für uns selber ab und verarbeiten die bei uns im Betrieb, und das gucken wir uns auch noch genauer an. Das Hofmolkerei-Projekt eigentlich kam in meinen Kopf rein. Einfach, wir produzieren Milch, meine Familie melkt Milch, meine Eltern. Und wir haben keinen Einfluss auf den Preis. Das heißt, die Wertschöpfung der Milch erhöhen. Und da ist natürlich die Weiterverarbeitung der Milch liegt nahe, weil die Milch auf dem Betrieb ist. Wenn die Idee da ist und man will die wirklich umsetzen, muss man sich einen Plan machen, wie verläuft die nächste Zeit, also Überbauung, Bebauung und wie sollen die ersten Geschäftsjahre aussehen. Und da muss man sich halt selber realistisch gegenüber sein. Was passiert, wenn das Geschäft nicht läuft, welche Konsequenzen drohen, wenn das Geschäft gut läuft, wie teuer produziere ich, wie viel müssen meine Produkte kosten, das ist ja auch wichtig im Vorfeld zu wissen. Und da muss man halt rechnen und viel drüber nachdenken. Und wenn es dann passt, ist es das Wichtigste natürlich, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, los geht's. So, hier sind wir bei uns in der Hofmolkerei, wo unsere Milch verarbeitet wird. Neben Pasteurhomogenisator steht hier die Milchabfülllinie, bei der wir bis zu 1800 Liter Milch abfüllen können in einer Stunde. Direkt daneben steht der Joghurtrundläufer und im Anschluss der kleine Joghurttank, und jetzt neu dazugekommen ist der große Joghurttank, mit dem wir 2500 Liter Joghurt in einer Charge produzieren können. Der Vorteil an der Direktvermarktung ist klar, man ist da für sich verantwortlich und kann auch irgendwas tun. Der Nachteil ist auch, dass man die direkte Auswirkung hat, sei es schlechte Qualität, geht der Umsatz runter, es kommen Sommerferien bei uns, geht der Absatz sofort runter, also man kriegt die Auswirkungen sofort und spürbar im Umsatz, muss ich dann überlegen, kann ich was tun, lohnt es sich was zu tun, ist es normal. Gleichzeitig habe ich auch keine Auftragsbücher voll im ganzen Jahr, sondern nur Bestellungen bis jetzt 2-3 Tage im Voraus da liegen. Das heißt, produziere eigentlich ins Blaue hinein. Das ist halt die Kehrseite der Direktvermarktung, diese Unsicherheit, die da ist. Die Kunden von uns kaufen unsere Produkte einmal wegen der Qualität, dem geschmacklichen Unterschied, dann die Regionalität ist ganz wichtig, und neben der Regionalität ist ihnen auch wichtig, zu wissen, wer die Produkte macht. Und bei uns steht halt die Familie Engel da und die ist ansprechbar und die existiert. Und das ist natürlich sehr wichtig. Social Media ist für unseren Hof extrem wichtig geworden. Unser Auftritt ist eigentlich seit der Direktvermarktung erst richtig da. Und wir kommunizieren mit unserem Kunden darüber. Also nicht mit dem Geschäftskunden, sondern mit dem Kunden, der unsere Ware kauft und isst und der die Fragen hat. Und die Fragen kommen über Social Media. Bekommt einfach ein direktes Feedback und man kann den Kunden einfach mit ins Boot nehmen. Deswegen ist halt ohne Social Media, glaube ich, das Wachstum gar nicht möglich gewesen. Die Gefahr ist halt die Möglichkeit, die das Social Media bietet, also schnell zu wachsen, auch genauso schnell auf den Mund zu fliegen, einfach durch irgendwelche Kampagnen, die vielleicht nicht stimmen. Jeder kennt es aus dem Fernsehen oder was weiß ich, wo Politiker heute da sind, morgen weg, ohne dass da ein Gericht geurteilt hat. Also ist Chance und Risiko zugleich, muss man sich schon bewusst sein. Also Tipps für andere ist einfach seine hochkriegen und machen. Weil von Nachdenken muss, ist wichtig, aber passiert halt nichts. Irgendwann muss man sagen, ja oder nein. Entscheidung treffen ist das Wichtigste, denke ich.
Und im Prinzip ist das Einzige, was du tun kannst, junge Leute oder junge Landwirte besser auszubilden. Also man kann denen keinen Berater an die Seite stellen, die jetzt irgendwie so ein Projekt vordenken. So was musst du dir selber ausdenken und dahinter stehen. Aber die Ausbildung ist halt ganz wichtig. Und bei mir war die Ausbildung halt gar nicht landwirtschaftlich geprägt. So, sondern weg von zu Hause in der Stadt, Maschinenbau studiert und dann nochmal zurück. Und das empfehle ich eigentlich auch allen jungen Leuten, weg aus der Landwirtschaft zu gehen. Und wenn ihr das geil findet, dann kommt ihr halt nochmal zurück. Und wenn nicht, nicht. Und das Gute bei so einem Projekt ist, du baust ja keinen 3000er Kuhstall, sondern du baust eine schöne Hofmolkerei. Das finden alle geil.